Wo ist mein Wasser? Kennt ihr das? Ihr steht unter der Dusche und das Wasser kommt nicht. Ihr habt die Badehaube schon auf und seid aus irgendwelchen Gründen mit dem T-Shirt in die Dusche gegangen. Aber das Problem bleibt bestehen. Das Wasser fehlt. Und das ist jetzt schon ärgerlich. Wenn ihr aber ein Krokodil seid, das in der Kanalisation lebt, dann ist das ganz besonders ärgerlich. Denn Reptilien, die haben es eigentlich gerne sauber und duschen deswegen relativ häufig. Und unser Krokodil Swampy, das duscht besonders gerne und hat kein Wasser. Ja, und jetzt steht es da mit Badeschaum eingeseift, ein Quietscheentchen in der Hand und kann nicht duschen. Klar, dass es traurig ist und deswegen helfen wir Swampy aus bei dem Spiel Wo ist mein Wasser? Das Wasser wieder von oben herab in die Kanalisation zur Duschleitung zu führen. Und klar, dass man das nicht ganz so einfach machen kann. Wir sind alle keine gelernten Klempner, aber die würden auch, glaube ich, ziemlich verzweifeln, denn die Probleme sind ganz andere. Keine verstopften Leitungen und sowas. Nee, da ist Erde im Weg, da sind Schranken, da sind Bomben, Sachen, die man eigentlich in der Kanalisation selten findet, aber Swampy hat halt einfach Pech. Und während ich jetzt darauf warte, dass wenigstens ein bisschen Wasser da oben aus dem Duschkopf tröpfelt, schauen wir uns das Spiel Wo ist mein Wasser mal genau an. Die Steuerung ist super simpel. Nur mit der Maus sorgt ihr dafür, dass sich das Wasser einen Weg zu Swampy bahnt. Klicken und ziehen und schon grabt ihr einen Tunnel durch die Erde. Das Wasser läuft natürlich sofort hindurch, bis es auf ein Hindernis oder ähnliches stößt. Das Tolle ist, dass sich das Wasser wirklich wie eine echte Flüssigkeit verhält. Je länger es fließt, desto schneller wird es und natürlich kann es auch mal überschwappen. Zum Anfang hin sind die Level noch sehr, sehr einfach gehalten. Ein gerader Tunnel und schon seid ihr am Ziel, beziehungsweise Swampy ist am Ziel. Doch mit jedem Level wird es eine Ecke schwerer. Hinzu kommt, dass ihr auf Punktebasis spielt. Punkte bekommt ihr durch Schnelligkeit, durch die Menge an Wasser, die am Levelende bei Swampy ankommt und durch Bonusgegenstände, die ihr im Spiel findet. So gilt es zum Beispiel, pro Level 3 gelbe Quietscheenten einzusammeln. Vereinzelt wurden auch spezielle Gegenstände auf der Karte versteckt. Diese findet ihr aber nur, wenn ihr genau an dieser Stelle die Erde entfernt. Ein kleiner Tipp: Wird oben links ein Fragezeichen eingeblendet, dann befindet sich auch einer dieser Gegenstände auf der Karte. Am Ende eines jeden Levels wird euch angezeigt, wie gut ihr wart und wofür es Bonuspunkte gab. Insgesamt fließt ihr durch 10 Level. Für ganz gute Spieler gibt es sogar noch ein Bonuslevel. Aber um das zu erreichen, braucht ihr schon echtes Können. Denn so einfach die ersten 3 Level sind, desto schwerer wird es im Anschluss. Da gibt es Schranken, die ihr mit Wasser aktivieren könnt, Bomben, die sobald sie nass werden, detonieren und komplizierte Zeitabläufe, die ihr einhalten müsst, damit Swampy endlich duschen kann. Wir hoffen, euch macht Wo ist mein Wasser? Spaß. Übrigens, das Krokodil in der Kanalisation ist ein weit verbreiteter Mythos. Es gab zwar Einzelfälle, wo Krokodile ausgerissen sind und aus der Kanalisation herausgeholt wurden, doch im Allgemeinen ist es dort unten auch für die Reptilien sehr unbequem. Schließlich brauchen sie Sonnenlicht, bevorzugen eher warmes als kaltes Wasser und würden dort unten bis auf ein paar Ratten wenig Nahrung finden. So viel dazu. Also viel Spaß bei Wo ist mein Wasser?